Es gab keinen Konflikt mit Martin Hanik. Den wollten Sie runternehmen. Er wollte aber draufbleiben, hat er uns erzählt. Wie war es aus Ihrer Sicht? Nein, wir haben nur Kontakt gehabt, ob es ihm gut ging. Und er hat dann ein Zeichen gegeben, dass er bleiben wollte. Na gut, dann haben wir auch uns entschieden, um ihn nicht rauszunehmen. Martin Hanik haben wir eben schon gehört von Yannick Erkenbrecher bei Huub Stevens. Der wollte irgendwie raus und dann doch nicht oder wie. Auf jeden Fall hat er auch ein gutes Spiel gemacht, jetzt im Interview. Martin Hanik, ich hatte hinten raus das Gefühl, Sie seien Platz, Sie wollten ausgewechselt werden, aber Sie mussten draufbleiben oder was war der Grund? Nee, der Trainer ging mir die ganze Zeit auf den Sack und hat mich gefragt, ob es noch geht. Und ich habe ihm, glaube ich, 7-mal gesagt, ja, geht noch. Das Einzige, dass ich heute Probleme hatte, war die Fliegen. Ich glaube, ich habe heute 7 Fliegen verschluckt. Man hat ja gerade gesagt, der Trainer geht mir auf den Punkt. Das bedeutet die Bank am Samstag, Didi? Nein, nee, der hat ja ordentlich gespielt wieder, obwohl er nicht so effektiv war heute wie Didavi und Kostic, die wieder überragend gespielt haben. Aber ganz wichtiger Mann im Luftkampf, immer präsent. Verlängert sehr viele Bälle und versucht immer hinter die Abwehrreihe zu gehen und bringt natürlich auch, schafft diese Räume für Didavi, wo er gut ist. Also vielleicht würde er kurz mal sagen, nächste Woche der Hüb. Junge, oder 6 Uhr morgens trainieren. Lass das Wort mal weg das nächste Mal, aber ich gehe schon davon aus, dass alle Spieler, wenn der Trainer dich jede Minute fragt, geht's noch, das geht ja wirklich auf den Zeiger, würde ich jetzt mal sagen. Ja, der kann ja einmal fragen und wenn ich eine klare Antwort gebe, ja, dann geht's. Aber das hat er damit gemeint, er will sich ja auch auf sein Spiel konzentrieren. Christoph ist nie gefragt worden, ist sofort ausgewechselt. Ich war ja immer fit. Stimmt, du bist ja auch immer fit. Nie verletzt, Christoph Metzelder. Der Trainer ging mir die ganze Zeit auf den Sack und hat mich gefragt, ob es noch geht.